house, the church. Das Haus, die Kirche, the Kerk, das Haus. Patati, patata, patata, patati. That's French. What did you say? Three times, that's too much. I will say it in another language, better. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, für diese Rundfahrt von einer halben Stunde auf die Kanäle. Zwei Sorte Bier gebraun sind, Bruchsesort und Straffe Hendrik. Das ist hier op links de laatste huisbrouwerij van de stad, waar vandaag de dag nog steeds twee overheerlijke soorten bier gebrouwen worden, namelijk Bruchsesort en Straffe Hendrik. Daarachter het Binnenwater, dat is een park, dat is een van de meest romantische hoekjes van deze stad. Vor uns das alte Schleusenhaus aus dem rechts um. Von der Rüst, das alte Blockhaus von der 16th Century in der Nähe. Der Link auf der Wittes Park, one of the most romantic spots of the town. Auf diese Promenade hier rechts von uns, elke Sonnenfeestdag, ist hier ein sehr charmante Bloemarkt bezoeken. Hier auf rechts auf dieser Promenade gibt es jedes Wochenende oder Feiertag eine schöne und charmante Flohmarkt zu besuchen. Hier kriegen Sie meteen ein prachtiges Sicht auf das alte Belfort, 15. Eeuws, 83 Meter hoch auf der Grote Markt von Brügge. Ja, um die Ecke, so weit vor uns, das Belfried auf dem Großen Markt von Brügge, seit dem 15. Jahrhundert schon da, 83 Meter hoch. In front of us, a nice view on the belfry on the main square of the city, 15th century, 83 meters high. The tower is also leaning over to the right for 87 centimeters, the famous Leaning Tower of Bruges, ladies and gentlemen. Von Brügge hinein, die mittelalterliche Hafen Brügge war damals im 15. Jahrhundert die meist wichtigste Geschäftshafen von Europa im Geschäft mit dem Orient. Im 14. und 18. Jahrhundert. Langes Wasser. Spazius mit da hinten. Auf rechts noch ein schönes Sicht über die Kirche und linksseitig das kleine Häuschen mit seiner Holzfassade, original 17. Jahrhundert. Wunderschön. Hier vor uns is de Bonifatiusbrug, waarachter we rechts nog een mooi zicht krijgen op de kerktoren. Links een